Oh Mann, 17. November und ich frage mich, warum habe ich nur die Hausaufgaben nicht gemacht? Aber egal, die nächste Folge Roblox Studio Lernen ist da und ich wollte erst eine Update-Folge machen zu einer alten Folge, die jetzt ein bisschen outdated ist. Das Problem ist, ich kann sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht ganz updaten. Ich kann sie einmal kurz ansprechen, aber heute geht es natürlich weiter im Kontext mit Callbacks. Also was sich in Roblox Studio geändert hat, solltet ihr, wenn ihr Roblox Studio aktiver nutzt und auch die Beta-Features aktiviert habt, auch schon bemerkt haben, dass wir jetzt hier so ein Highlight haben, wenn wir über Sachen rüber hovern und ganz viele neue Tools zum Alignen und zum Anpassen, wenn wir verschieben, haben wir jetzt hier so eine Zahl und können das eintragen. Das sind alles neue Tools fürs Building in Roblox Studio, zu denen ich noch nicht das Update-Video mache. Vielleicht kommt das in 2 Wochen online. Mal gucken, weil sich diese Features noch verändern können. Die sind noch in einer sehr experimentellen Beta-Phase. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, jetzt ein Video dazu zu machen. Aber nur damit ihr es merkt, die alte Model-Tab-Folge, die ist jetzt vielleicht ein bisschen outdated, weil sich ein paar Sachen jetzt anders verhalten. Wir machen jetzt aber mal weiter im Kontext. Und der Kontext sind Events. Wir haben nämlich beim letzten Mal Events gelernt. Wir haben ziemlich viel über Events gelernt, dass das Benachrichtigungen oder Signale sind. Sie haben einen Auslöser, können mehrere Listener haben. Man braucht sie für die Interaktivität im Spiel. Und wichtig, sie müssen immer disconnected werden, wenn man sie nicht mehr braucht. Und wir haben schon Built-in-Events behandelt und wir haben auch schon Custom-Events behandelt. Aber heute geht es um eine ganz besondere Form von Events, und zwar um Callbacks. Man könnte sagen, Callbacks sind keine Events, sondern halt Callbacks, aber ich schreibe sie einfach hier noch mit rein in die Events, weil sie im Grunde genau das gleiche sind, und zwar Callbacks. Was sind Callbacks? Tatsächlich gibt es zu Callbacks, genauso wie zu Events, auch wieder Built-in-Callbacks und Custom-Callbacks. Wobei, ich schreibe es lieber doch nicht in diese Liste. Wir schreiben hier einfach mal Callbacks so rein. Und sagen dann einfach, dass Callbacks wie Events sind. Und der liebe Copilot hat hier was dazu geschrieben, wie Events aber 1:1 Verbindung zwischen Sender und Empfänger, keine weiteren Listener möglich. Das ist eine Sache, an die habe ich gar nicht gedacht, aber ja, das ist tatsächlich so. Bei Callbacks gibt es nur einen einzigen Listener. Das schreibe ich tatsächlich dazu, und zwar hier unten rein. Was ich hier oben schreiben wollte, ist wie Events, aber für 2-Wege-Kommunikation. Ein bisschen komisch ausgedrückt vielleicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt besser ausdrücken kann. Denn während man bei Callbacks nur eine Nachricht entweder vom Server zu einem Client schickt oder eine Nachricht von einem Client zum Server schickt oder eine Nachricht vom Server zu allen Clients schickt, schickt man mit Callbacks Nachrichten entweder vom Client zum Server und dann wieder zurück zum Client oder vom Server zum Client und dann wieder zurück zum Server. Man kriegt immer eine Antwort auf seine Nachricht. Und das ist wichtig. Es ist eine Kommunikationsstraße zwischen 2 Parteien, sage ich mal, wo halt nur ein Listener am anderen Ende sein kann, weil man auch eine Antwort erwartet. Es gibt dementsprechend nicht ein Callback zu allen Clients. Das würde nicht funktionieren, weil dann würde man ja Antworten von allen Clients bekommen. Roblox hat dazu ein paar nette Infografiken auf ihrer Webseite veröffentlicht. Einmal das hier für Remote Events, wo man einmal sieht, yo, es geht vom Client zum Server, vom Server zum Client und vom Server zu allen Clients. Genauso geht es natürlich auch von einem Server-Script zu einem anderen Server-Script mit Bindable Events. Hatten wir ja auch schon. Aber für Remote Callbacks gibt es nur vom Client zum Server zum Client oder vom Server zum Client zum Server. Es gibt da immer den Weg zurück für die Antwort. Ich schreibe mal Callbacks nicht hier oben hin, sondern ich schreibe die Callbacks hier unten hin. Hier ganz unten. Die Limits schreibe ich tatsächlich nach ganz, ganz unten, weil Limits gelten generell für alles, was wir hier behandeln. Sind immer gleich. Und oben haben wir geschrieben Arten von Events. Und genauso werden wir jetzt einmal Arten von Callbacks hier dazu schreiben. Denn es gibt Built-in-Callbacks und es gibt Custom-Callbacks. Und genauso wie es oben bei den Events das Bindable-Event und das Remote-Event gibt, gibt es für die Callbacks bei den Custom-Callbacks Bindable-Callbacks und Remote-Callbacks. Mit dem kleinen Unterschied, dass die hier nicht Callbacks heißen, sondern sie heißen in Roblox Bindable Function und Remote Function. Und die habt ihr vielleicht auch schon gesehen, weil wenn man hier im Replicated Storage aufs Plus drückt, dann sind das die Sachen, die man zur Auswahl hat. Es gibt das Remote Event und es gibt die Remote Function. Und da steht, allow functions defined in one script to be called by another script across server client boundary. Oder client server boundary, ich kann gar nicht lesen. Und dieser Name beschreibt doch viel besser, wofür man Custom Callbacks braucht. Man braucht Custom Callbacks nicht, um eine Nachricht irgendwo hinzuschicken, sondern um eine Funktion woanders auszuführen und die Antwort der Funktion zurückzubekommen. Es geht nämlich immer darum, eine Information rüberzuschicken oder eine Aufgabe rüberzuschicken und dann eine Antwort abzuwarten. Ganz üblich dafür ist es zum Beispiel, wenn der Server von dem Spieler jetzt die Mausposition braucht. Weil der Server weiß nicht, wie die Kamera vom Spieler ausgerichtet ist. Der Server weiß nicht, wo die Maus vom Spieler gerade ist. Und der Server weiß natürlich auch nicht, was der Spieler gerade in seinen Scripts am Laufen hat. Und all diese Informationen, die muss der Server vom Client anfragen. Also
sagt der Server zum Client, ey, gib mir die Mausposition, und der Client gibt ihm die Mausposition zurück. Aber Achtung, wenn man das macht, gibt es natürlich riesiges Missbrauchspotenzial. Einerseits kann der Server zum Beispiel, wenn er die Mausposition vom Spieler braucht, um zu bestimmen, wo der Spieler gerade hinschießen möchte, kann der Client natürlich sagen, ach, du möchtest wissen, wo meine Maus gerade hinzeigt, weil ich in dem Shooter bin. Ja, meine Maus zeigt genau auf dem Kopf von den anderen Spieler. Ich habe einen Headshot gemacht. Das könnte ein Exploiter sagen. Genauso gibt es noch ein paar andere Risiken für die Server-zu-Client-zu-Server-Kommunikation. Sinnvoller ist tatsächlich die Client-zu-Server-zu-Client-Kommunikation. Wenn der Client irgendwas abfragen möchte vom Server. Das ist etwas sicherer, weil wenn beim Client so eine Remote-Function irgendwie nicht funktioniert, ist das nicht so ein großes Problem. Wenn beim Server eine Remote-Function einen Fehler auslöst, dann kann ein ganzes Server-Script kaputt gehen. Abgesehen davon großes Missbrauchspotenzial. Aber das ist immer so bei der Client-Server-Kommunikation. Aber gehen wir hier mal schnell durch. Bindable-Functions, genauso wie Bindable-Events, sind für die Kommunikation von Server zu Server-Scripts oder von Clients zu Client-Scripts vom gleichen Client gedacht. Das hier habe ich, glaube ich, nie gemacht, aber gibt bestimmt auch Anwendungszwecke. Und das ist auch ein Weg, der Sinn ergibt. Hauen wir mal schnell ein Beispiel raus, wofür man das brauchen könnte. Ein Beispiel, das wir schon behandelt haben, zum Beispiel Minigame ist vorbei, Script 1 muss den Gewinner feststellen, um dem dann zum Beispiel Geld zu geben. Dafür sendet es ein Callback an Script 2, welches nur dafür da ist, um auszuwerten, Statistiken habe ich irgendwie nicht hingeschrieben, aber egal, welches nur dafür da, Statistiken auszuwerten, und das antwortet dann Script 1 wieder, wer gewonnen hat. Für solche theoretischen Sachen Beispiele zu finden, ist gar nicht mal so leicht, weil in der Praxis sieht man dann viel eher, ah, hierfür wäre eine Bindable Function ziemlich praktisch. Aber jetzt so von außen betrachtet, kann man natürlich drüber nachdenken, ja, das kann man ja mit Module-Scripts machen, warum läuft das nicht alles in einem Script und bla bla bla. Und man kann natürlich immer alles in einem Script machen, aber je länger ein einzelnes Script wird, desto unübersichtlicher wird es, dann damit zu arbeiten. Dementsprechend ergibt es schon Sinn, für jede einzelne Aufgabe ein eigenes Script zu erstellen. Und wenn die dann mal miteinander kommunizieren sollen, dann kann man das eben mit Bindable Events oder auch Bindable Functions machen. Ist halt eine Option. Remote Functions hingegen sind für die Kommunikation von Server und Client ohne S da. Ich sehe gerade, warum habe ich denn das hier eingerückt und da nicht, ne? Das will ich halt schon überall gleich machen, wenn überhaupt, ne? So, wofür braucht man die? Zum Beispiel, ein Server fragt die Mausposition vom Client ab oder ein Client fragt sein Inventar vom Server ab. Dafür schickt der Client eine Anfrage zum Server. Yo, ich will mein Inventar wissen. Der Server verarbeitet die Anfrage und schickt den Client dann sein Inventar zurück. Wir sollten oben aber noch eine wichtige Sache hinzuschreiben bei den Callbacks. Und zwar, die Anfragen werden synchron verarbeitet. Das bedeutet, das Script vom Sender wartet so lange, bis die Antwort vom Empfänger zurückgeschickt wurde. Was dann auch bedeutet, wenn es beim Empfänger oder auch Listener einen Error gibt, dann hat auch der Sender einen Error. Und das ist ein großes Problem. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel, wenn der Listener ein Client ist und der Client, also der Spieler, das Spiel verlässt. Ich habe mal das Spiel lieber so geschrieben. Dann wartet das Server-Script für immer. Und das ist auch ein Riesenproblem, weshalb man eigentlich niemals Remote-Functions vom Server zum Client schicken sollte. Vom Client zum Server, klar, für Abfragen, aber solche Sachen wie, yo, gib mir mal deine Mausposition, sind sehr, sehr kritisch. Es gibt Ausnahmen, wo es in Ordnung ist, wenn dieses eine Server-Script nur für den einen Client jetzt da ist. Zum Beispiel, wenn man es in einem Tool drin hat, zum Beispiel, man hat eine Waffe und in dieser einen Waffe ist ein Server-Script drin, welches serverseitig Sachen verarbeitet. Und jeder Spieler hat seine eigene Waffe mit seiner eigenen Kopie dieses Server-Scripts da drin. Dann ist es in Ordnung, weil wenn der Spieler das Spiel verlässt, dann wird ja auch der Spieler aufgeräumt, dann ist das Server-Script auch weg und dann ist es nicht so schlimm, wenn das ewig wartet. Aber trotzdem immer sehr kritisch, sich auf Client-Daten zu verlassen. So, das war jetzt auf jeden Fall wieder sehr viel Theorie, die wir dann auch mal in die Praxis umsetzen wollen. Das Event-Script benenne ich jetzt um in Events und Callbacks. Und wir haben ja noch im Starter-Player, Starter-Character-Scripts, ein Character-Script drin, welches über ein Remote-Event eine Wand platziert. Und ich schreibe das jetzt einfach mal um, dass es kein Remote-Event mehr ist, sondern eine Remote-Function. Es ist nicht notwendig für diese Anwendung und man sollte es auch nicht machen für so eine Anwendung, aber wir machen es einfach, damit ihr seht, wie es funktioniert. Dementsprechend gehen wir nochmal in den Server-Script-Service, wo wir unser Wand-Script drin haben. Und wir sehen hier, unser Wand-Event ist RS Wait for Child Wand-Event. Aber wir machen jetzt einmal eine Local Wand-Function ist gleich RS Doppelpunkt Wait for Child Wand-Function. Die müssen wir natürlich auch erschaffen, das kann man im Script machen oder wir klicken hier auf den Replicated Storage, aufs Plus, fügen eine Remote-Function hinzu und benennen sie oben in Wand-Function. Dann haben wir sie hier und dann müssen wir ein Callback verbinden. Und ein Callback verbindet man ein bisschen anders als ein Event.
Und zwar wie folgt. Wir sagen runFunction.onServerInvoke. Und dann sagen wir nicht sowas wie connect oder Punkt. Da gibt es auch gar keine Vorschläge. Wir sagen da ist gleich. Und dann müssen wir eine Function festlegen. Eine anonyme Function können wir hier einfach so festlegen. Anonyme Function heißt, wie gesagt, dass die Function keinen Namen hat. Die ist nicht in der gesonderten Variable gespeichert, sondern wir verwenden sie einfach so. Und dann können wir hier reinschreiben print wandFunction gecalled. Punkt. Und im CharacterScript holen wir uns auch die wandFunction, indem wir uns einfach genau diese Zeile hier kopieren, gehen ins CharacterScript rein, wandFunction, und dann sagen wir zum Beispiel, wenn man nicht E drückt, sondern elsif input.keycode ist gleich enum.keycode.f, then, den debounce lassen wir einfach weg und schreiben hier ohne debounce einfach mal rein, wandFunction, Doppelpunkt, invoke server. Und wir können dann natürlich auch wieder Argumente mitliefern. Wir sagen jetzt einfach mal, mein Argument ist jetzt ein String, den wir mitliefern. Wir können auch noch ein zweites Argument mitliefern. Das ist jetzt eine 187. Damit wir das seht, können wir machen. Und dann schreiben wir hier unten einmal hin, print, wandFunction, Antwort erhalten. Einmal kurz testen, wie das Ganze läuft. Wir gehen hier rein. Ich bin im Spiel drin. Und jetzt drücke ich die Taste F, blub, und unten steht wandFunction gecalled und danach steht da wandFunction Antwort erhalten. Genauso wie es passieren soll. Die Argumente, die ich mitgeliefert habe, die wurden ignoriert, weil wir sie gar nicht erst benutzt haben. Aber theoretisch können wir im Server-Script sagen, hier unten in die Function Argument 1, Argument 2. Wir können auch sagen Argument 3. Und mit den Sachen können wir natürlich auch arbeiten und wir können hier einfach die reinprinten, ist kein Problem, kann man so machen. Und wenn eine Funktion abgeschlossen wird, dann ergänzt Lua für uns automatisch das Return Nil. Das müssen wir dann nicht dazu schreiben. In anderen Programmiersprachen muss man in der Regel schon etwas returnen in einer Function. Wenn wir nichts returnen, dann passiert das für uns automatisch. Dementsprechend war das jetzt kein Problem und wir haben auch die Antwort erhalten. Aber wir könnten statt Nil auch was anderes returnen, das machen wir gleich. Erstmal gucken wir im Character Script, wie wir mit der Antwort arbeiten. Dafür sagen wir einfach local antwort ist gleich wandFunction invoke server mein Argument. Und diese Antwort printen wir jetzt einfach mal raus. Also gehen wir nochmal rein. Ich kläre den Output, drücke F und dann steht hier wandFunction gecalled, Roblox Conny, mein Argument und 187. Guck mal, daran habe ich gerade gar nicht gedacht. Das erste Argument, das man am Server erhält, ist natürlich immer der Spieler. Habe ich ganz vergessen noch zu erwähnen. Und wandFunction Antwort erhalten, nil. Weil die Antwort, die zurückgeschickt wurde, war nil, weil wir hier unten nichts rausschicken, steht da imaginär immer return nil. Das heißt, das hier ist immer der Spieler. Argument 1, Argument 2, Argument 3. Deswegen schreiben wir das hier auch einmal rein. Und dann returnen wir einfach mal Spieler.UserID. Warum auch nicht? Probieren das nochmal aus, klären den Output, drücke F. Und jetzt steht hier, wandFunction gecalled, Roblox Conny, mein Argument, 187 und nil. Weil Roblox Conny ist der Spieler. Das erste, was wir geschickt haben, war ein String mit mein Argument. Das zweite, was wir geschickt haben, war die 187. Und als drittes haben wir gar nichts geschickt, also wurde das einfach zu nil gemacht. Und die wandFunction Antwort haben wir auch erhalten und sie war unsere User-ID. Die wird bei euch natürlich anders aussehen. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir können natürlich statt einer anonymen Funktion auch eine normale Funktion nehmen. Das heißt, wir können das hier alles einfach kopieren, hier oben hinschreiben, local function wandFunktion und sagen dann da unten einfach ist gleich wandFunktion, fertig ist. Das heißt, hier oben haben wir eine Funktion mit dem Namen wandFunktion deklariert. Hier unten sagen wir einfach onServerInvoke ist gleich wandFunktion und dann wird diese Funktion ausgeführt. Problematisch ist es natürlich, wenn man keinen Listener hat. Man braucht für eine Remote-Function immer einen Listener. Wenn der Listener, also hier ServerInvoke, nicht connected ist, führt das zu Fehlern. Genauso können wir auch nicht mehrfach uns daran connecten. Es kann halt nur ein Script daran connected sein. Das gilt für Clients wie auch für Server. Vom Server aus würde es übrigens so aussehen, wir sagen da wandFunction Doppelpunkt invoke Client und dann müssen wir dann den Spieler mitliefern, damit der Server auch weiß, an welchen Spieler wir das liefern sollen. Den Spieler haben wir jetzt natürlich nicht. Und dann können wir hier noch weitere Argumente mitliefern, wenn wir wollen. Und am Client würde es dann auch wieder so aussehen, dass wir sagen wandFunction Punkt on client invoke ist gleich und dann hier die Funktionen dahinter schreiben. Aber das ist, wie gesagt, eine Bad Practice, weil es zu gravierenden Fehlern führen kann. Dementsprechend sollte man das nicht machen, aber genau so würde man es schreiben, wenn man jetzt vom Server zum Client eine Aufgabe schicken möchte, die dann beim Client verarbeitet wird und dann zum Server zurückgeschickt werden soll. Besonders sinnvoll ist das, was wir hier geschrieben haben, jetzt nicht. Wenn wir was Sinnvolles daraus machen wollen würden, könnten wir zum Beispiel sagen, der Server hat ein Geheimnis, zum Beispiel local Geheimzahl ist gleich
math.random eine Zahl zwischen 1 und das hier. Und dann kann man bei der Wandfunktion sagen, okay, return Geheimzahl plus Argument 1. Das kann man so machen. Und dann wird halt am Server etwas kalkuliert, was nur der Server weiß, weil nur der Server hat diese geheime Zahl, die der Client überhaupt nicht herausfinden kann, wenn er das Ergebnis weiß, aber ist ja auch egal. Und dann könnte man hier zum Beispiel sagen, invoke Server mit der Zahl 187 und könnte dann hier theoretisch schreiben, print. Die Geheimzahl ist also Antwort minus 187. Und schon haben wir die Geheimzahl herausgefunden. Super Geheimnis, das man einfach so herausfinden kann. Und ich habe gerade einen Fehler, der mich ein bisschen rauswirft. Der sagt jetzt, Intervall ist empty. Invalid Argument 2. Okay, keine Ahnung, ist das zu groß für euch? Machen wir mal das hier als Geheimzahl, sorry. Ich wusste nicht, dass math.random auf einmal so sein kann zu mir, aber okay. Wir gehen halt nochmal rein. Keine Ahnung, vielleicht war die Zahl zu groß. Ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, was für Limits math.random hat. Auf jeden Fall drücke ich jetzt noch einmal F, aber es passiert nichts. Nein, es passiert nichts. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Und natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die Wandfunktion hier unten gar nicht connected. Wann habe ich denn damit aufgehört? Wandfunktion onServer invoke ist gleich Wandfunktion. So, hä? Lol, ich habe ganz vergessen, das zu machen. Bin ich dumm? Offenbar schon. Gut, dann gehen wir nochmal rein. Clearen natürlich nochmal den Output. Drücken F. Und jetzt steht hier, Wandfunktion Antwort erhalten. Es ist 61.892. Die Geheimzahl ist also 61.705. Gute Geheimzahl, direkt herausgefunden. Wenn euch diese Folge ein bisschen zu schnell ging und ihr Sachen nicht gecheckt habt, dann müsst ihr wahrscheinlich erstmal noch die anderen Folgen zu den Events ein bisschen weiter verinnerlichen. Weil ich habe jetzt einfach vorausgesetzt, dass ihr Events gut verstanden habt. Wenn das noch nicht der Fall ist, müsst ihr daran natürlich noch ein bisschen arbeiten. Ich starte hier erstmal ein Match, weil ich es kann. Programmieren lernen ist Übung und man braucht halt solche kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel dieses Münzspiel, das ich hier gemacht habe, damit man irgendein Ziel hat, das man anstreben kann und dann versuchen kann, dieses Ziel zu erreichen, dass man da sich ein paar Herausforderungen setzt, Lösungen findet und einfach die Neuronen im Gehirn connectet, dass man die Sachen lernt. Man braucht Übung. Bei allem, was man lernt, braucht man Übung. Und gerade was Programmieren angeht, es ist prinzipiell super einfach, weil Programmiersprachen sind sehr einfache, heruntergebrochene Sprachen. Menschliche Sprachen sind viel komplizierter als Programmiersprachen. Und Lua ist, wie ich finde, eine der leichtesten Sprachen, die es gibt. Dementsprechend perfekt geeignet für Anfänger. Alles, was ihr braucht, ist natürlich Übung. Euch bringt es nichts, im Englischunterricht ein paar Vokabeln zu lernen, wenn ihr nicht einmal versucht habt, mit diesen Vokabeln einen Satz zu bilden. Dementsprechend übt ein wenig. Und ich muss mir jetzt noch eine Hausaufgabe einfallen lassen, die ihr natürlich machen könnt, nicht machen müsst. Ihr könnt auch was komplett anderes machen. Ich bin der Meinung, wenn ihr irgendwas im Kopf habt, was ihr machen möchtet mit dem, was ihr gelernt habt, dann macht genau das. Ihr müsst nicht die Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben sind nur ein Beispiel, was ihr jetzt machen könntet, um zu üben. Ich verlange von niemandem, Hausaufgaben zu machen. Hauptsache, ihr übt ein bisschen was. Ihr probiert euch aus und vielleicht lernt ihr noch ein paar neue Sachen, die ich in den Folgen noch nicht gezeigt habe. Das Match ist noch nicht... Ah, hier sind noch zwei Münzen. Haha. Match ist vorbei, ich habe gewonnen. 45 Euro, geil. Und jetzt lasst mich mal überlegen. Und ich glaube, ich habe was. Ich weiß noch nicht, ob das vielleicht eine Aufgabe zu viel für euch ist, aber ihr könntet zum Beispiel ein Find-the-Spiel machen. Es gibt ja ganz viele Spiele in Roblox von wegen finde dies, finde das, finde jenes, wo man einfach auf einer Map sich ein bisschen umsehen muss und da liegen dann Collectible Items, zum Beispiel diese Säule hier. Die muss man berühren und dann hat man sie aufgesammelt. Und dann macht ihr einfach mal ein Spiel, wo ihr euch eine kleine, hübsche Map baut mit den ganz normalen Building-Tools, die es gibt. Ich habe natürlich zu den neuen Building-Tools jetzt noch kein Folgevideo gemacht, aber die sind sowieso noch ein Beta-Feature. Wo ihr irgendwas versteckt. Zum Beispiel könnt ihr Münzen verstecken. Ihr könnt aber auch was anderes verstecken. Skibby die Toilets oder was nicht alles. Wobei, wenn ihr Copyright infringed, müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr das Spiel veröffentlichen wollt. Ihr könnt auch meinetwegen ein Find-the-YouTuber-Spiel machen oder was auch immer so euer Hobby ist. Davon ein paar Sachen zum Collecten auf der Welt platzieren. Und wenn ein Spieler sie berührt oder sie anklickt oder ein Proximity-Prompt bei ihnen callt, dann werden die Sachen eingesammelt und ihr speichert euch in einem Server-Script dann natürlich, welche Collectibles welcher Spieler schon gesammelt hat. Ihr müsst es nicht speichern über Data Stores und so, das haben wir noch nicht gelernt. Aber einfach in einem Server-Script in einem Table speichern, was der Spieler schon hat. Und wenn der Spieler schon was hat, muss dieses Server-Script natürlich zum Client-Script vom Spieler, zum Local-Script, eine Nachricht senden. Dieses Item und dieses Item hast du schon. Dementsprechend müssen die bei dem Spieler dann ausgeblendet werden. Oder vielleicht ein Holo-Effekt oder so, wenn ihr euch das zutraut. Und wenn ein Spieler alles gefunden hat, kann er vielleicht eine Belohnung bekommen. In irgendeiner Form, wie ihr auch immer das haben möchtet. Macht einfach ein Find-the-Irgendwas-Spiel. Es ist für Anfänger vielleicht ein bisschen viel, weil es halt schon ein etwas größeres System ist. Aber wenn ihr dieses Münzspiel hier gemacht habt, glaube ich auch, dass ihr das Find-the-Spiel machen könnt. Und es ist grundsätzlich auch keine so große Aufgabe. Es ist ja im Grunde nur eine Liste von Dingen auf der Welt, die von Spielern gesammelt werden müssen.
Die Schwierigkeiten darin liegen, erstens, woher wissen bei euch die Local Scripts und die Server Scripts, welches Item hier jetzt wirklich ein Collectible ist und welches nicht. Ist für Anfänger vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Das nächste ist natürlich auch für Anfänger vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man mehrere Spieler hat, woher weiß der Server, welcher Spieler was jetzt schon hat. Und die letzte Sache, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Weil ich ein vergesslicher Mensch bin. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ihr könnt natürlich auch gerne die nächste Folge schauen, wenn sie schon draußen ist. Ich schlage euch vor, dass ihr, bevor ihr eine weitere Folge schaut, immer erstmal ein paar Stunden übt. Gerne auch mehrere Tage übt. Vielleicht eine Nacht drüber schlaft, damit ihr das verarbeitet. Weil wenn ihr solche Folgen hier binge-watcht, dann nehmt ihr zwar die Informationen auf, aber sie werden einfach nicht im Gehirn behalten. Ihr braucht Pausen zwischen den Videos. Und ich brauche jetzt auch erstmal eine Pause. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!